moin. Sie hat Millimette bekommen. Aua! Au! Was hab ich da angerichtet? Boah! Boah! Das ist so lecker! Hey Leute, was geht? Und herzlich willkommen auf dem Spielmühle-Kanal! Hallo! Leute, heute haben wir ein neues Video und ich weiß nicht warum, aber dann jetzt schon die Augenbinde aufgesetzt. Kathi und ich. Ja, wir fangen an, aber erst mit dem Intro. Ja, Kathi und ich sind hier so unter Daniels. Ach, ja, ich geh mal schlafen. Gute Nacht. Ja, Freundin. Gute. Ich habe natürlich auch mal Augenbinde. Ja. Heute haben wir die Geometric Food Challenge. Und zwar decken wir auf in 3, 2, 1. Daniel schläft. Oh, du hast einen Kreis. Ich habe ein Viereck. Das heißt, ich krieg rundes Essen. Das könnte sein. Genau. Eine Pizza. Danja macht anscheinend nicht mit. Danja müsste jetzt, glaube ich, ein Dreieck haben, oder, ja. Kameramann? Dann spielen wir das wohl zu zweit. Ja, das spielen wir zu zweit. So, ich würde sagen, wir setzen die Augenbinden auf. Das habe ich schon. Ich habe vorgearbeitet. Komm, Kathi, dann machen wir das beide. Komm, wir mischen einmal. Ich mache. Du sagst, was Danja kriegt. Danja kriegt die Mitte. Du kriegst unten. Unten. Okay, und ich gehe dann oben. So, Augenbinden auf. Ich bin jetzt wieder wach. Ich habe ein Nickerchen gemacht. Ja, aber Moment. Bin wieder da. Drei. 2, 1. Ich habe ein Dreieck. Kreis. Hier sieht aus wie die Japan-Flagge, oder? Orange steht dir. Danke. Solltest du öfter tragen. Gute Farbe. Oh, die steht auch purple und die steht auch blau. Ja, danke, stimmt. Danke. Ja, wir machen jetzt die Augen zu, ne? Na gut. Okay. Welche ist eure lieblingsgeometrische Form? Gute Frage. Das ist eine Frage, die mir noch nie jemand gestellt hat. Viereck. Quadrat. Ich mag das Hexaeder. Ich mag das Oktaeder. Das war so klar bei Danja. Was? Dass du sowas Ausgefallenes machst. Das ist doch nicht ausgefallen. Oder Pyramide finde ich auch ganz cool. Das stimmt. Kennt ihr noch die Formel? Für einen Kegel oder was? Was soll welche Formel? Für Volumen, Umfang, ja, Mantelfläche. Genau. Wollen wir gucken? Ja. Oh, cool. Ich bin mehr als glücklich. Ja, das ist eine Wassermelone. Die ist doch normalerweise... Die ist doch normalerweise rund. Die hat echt geschnitten. Oh, wie lustig. Das soll ein Scherz sein. Einfach ein... Das ist nicht... Scherz. Die typische Form für eine Wassermelone ist nicht quadratisch oder würfelförmig, sondern rund. Ich schwer dich nicht, Kathi. Da hast du eine Gabel, komm. Ich habe auch eine Wassermelone. Ja. Und auch keine runde Wassermelone, sondern eine dreieckige Wassermelone in Eisform. Ich habe nämlich zwei, die sind rund, aber warum gibst du mir dann drei? Ahaha. Nice. Ja. Nicht so lustig. Nimm zwei. Das war der Standard-Gag. Er gibt mir drei. Ach so. Boah. Das war so ein Low-Joke, der ist gar nicht bei mir angekommen. Mögt ihr nimm zwei? Wisst ihr, was an dem zwei macht, wenn man das so... Das so knallt, ja? Ja, auch. Viereckige Wassermelonen nimmt man immer mit Messer und Gabel. Das ist schon eine richtig gute Runde, muss ich sagen. Mhm. So, Freunde, Kathi und Danja essen jetzt auf und wir sehen uns gleich. So, Danja hat ihr Eis aufgegessen und ich habe natürlich die komplette Wassermelone aufgegessen. Ja. Claudio hat seine zwei gegessen und wir sind bei der nächsten Runde angekommen. Oben! Ich habe hier die, genau, du nimmst oben. Okay, was nimmst du? Unten. Dann bleibt die Mitte für mich. 3, 2, 1. Ich habe wieder Viereck. Wow, Dreieck! Ich habe rund. Also bei mir ist es das blaue Viereck geblieben. Ich bin mal gespannt, ob ich wieder irgendwas viereckig Geschnittenes bekomme. Vielleicht, ich bin ready für den. Gleich einen Apfel. Augen zu. Gleich einen Apfel. Ja, vielleicht. Wusstet ihr eigentlich, dass Knäckebrot ursprünglich rund war? Ja, klar. Ja, natürlich. Ist doch auch, wenn man irgendwie so dänisches, schwedisches Knäckebrot von Ikea, das ist auch manchmal rund. In Schweden habe ich auch schon Knäckebrot gegessen, was dann so, also das und gesehen, was so groß war. Achso, ihr seht. Ja, Kathi, wow, Kathi. Die Augen dürfen wir abnehmen. Du musst die Augen abnehmen. Die Augen abnehmen. Ja. Oh, ich habe Esspapier. Claudio will direkt die ganzen Augen. Ey, Esspapier ist cool. Ich mag Esspapier. Ich liebe ja, es. Moin. Ja, moin. Eine Zitrone, weißt du doch? Nee, Limette, ne? Limette, soll ich da? Warte mal, ist er jetzt noch rum? Sie hat eine Limette bekommen. Du hast hier so dreieckige Tortilla-Chips. Das ist cool. Mögt ihr gerne Esspapier? Mhm, ich liebe es. Das ist so mein Fall. Ja. Oh, es riecht voll. Warum kriege ich hier so ein Brotmesser? Also so ein Dingsmesser. Damit kann ich vielleicht irgendwie Nutella auf dem Brot verteilen, aber damit kriege ich doch keine Limette. Ja, komm, kriegst du. Mach das! Oh, jetzt ist es dreieckig, jetzt muss es Claudio essen. Ja, oh nein. Ja, das stimmt eigentlich. Los, beiß rein. Das ist unfair. Nein, ich nehme den hier.
beiß rein. Ach, du magst nicht sauer? Ich liebe sauer. Na dann. Ja, dann habe ich diese Runde wohl einfach nichts. Ja, ja. Ich könnte das ja hier versuchen, auch in dreieckig zu machen. Ey, nein, das machen wir nicht. Oh, obwohl doch, ich liebe das Papier. Hier, oh, danke. Davon nicht mehr. Wir machen das einfach so, wie wir das wollen. Das ist unsere Challenge und wir machen das so, wie uns das hier passt. Kathi? Kathi vom DIY Club. Ich stelle mir gerade so Kathi vor, wie sie in so einem Bällebad. Und dann sind so, die Betreuer sind so richtig genervt und dann machen sie so eine Durchsage. Die kleine Kathi muss bitte sofort aus dem Bällebad abgeholt werden. Die kleine Kathi aus dem DIY Club. Ja, muss aus dem DIY Club abgeholt werden. 3, 2, 1. Oh! Kreis! Endlich! Wieso endlich? Also, ich habe immer auf den Kreis gewartet. Endlich der Kreis. Oh, oh, Danja kriegt keine Luft. Danja erstickt. Ich versuche dir Luft zu fächern. Danke. Aua! Au! Was habe ich da angerichtet? Ich hoffe, es kommt jetzt gleich was ganz Lustiges zu essen. Zum Beispiel eine viereckige Melone. Und wenn sie nicht viereckig ist, dann macht das Kathi von hier weit los. Genau. Okay. Oh. Oh. Ich habe dreieckige Lakritze. Ich mag Lakritze. Ich mag auch Lakritze. Warum I? Oh, bin ich froh, dass ich hier nicht das Dreieck habe. Das ist so ganz, ganz harte. Ja, und ich habe einen Apfel. Hätte ich vorhin noch gesagt, ich will Knäckebrot? Ja. Aber du wolltest das gerne in rund. Moment mal gerade. Kannst du vom DIY Club, kann das sein? Ja, aber dann muss es halt Claudio essen. Ja. Das bringt. Ich hab dreieckiges Lakritz im Mund. Ich versuche das gerade rund zu machen und danach. Ja, danke, spuck mal aus. Hier. So, ich hab einen Apfel, ja. Krieg ich ein Messer? Was hast du denn damit gemacht? Ach, weißt du was? Ich will ihn selber haben, wenn er so saftig ist. Ganz ehrlich. Ich wollte ihn erst zu Birk machen, aber nee. So, Kathi, entscheide dich. Durfte ich mich nicht gerade schon entscheiden? Dann entscheide dich. Oben. Kathi? Mitte. Und Claudio. 3, 2, 1. Achso, wir haben schon die Augen. Viereck. Kreis. Dann hat ein Dreieck. 3, 2, 1. Dürfen wir gucken? Ja. Oh, ich habe eine runde Reihe. Boah, Gott sei Dank, ich mag das nicht. Nicht? Wusstet ihr, dass ich Reiswaffeln nicht mag? Echt nicht? Ich mag Wieso mag man denn Reiswaffeln? Die sind richtig gut, aber gesund und auch alles, aber ich mag die nicht. Ich weiß nicht, ob die gesund sind. Nee, die sind auch nicht gesund. Die sind einfach so. Die haben gute Eiweiße. Okay. Eiweiße, jetzt wisst ihr Bescheid, Leute. Claudio weiß Bescheid über Eiweiß. Hat mir René gesagt. Falls es nicht stimmt, meldet über René. Ich hab hier was Chipsiges. Was hab ich eigentlich? Was ist das? Das ist ein Bonbon. So wie Marmor oder so, ne? Das ist auch hart. Wisst ihr, was das ist? Was denn? Ahoi-Brause. Ist das Brause oder auch Kaubonbon? Nee, das ist ein Kaubonbon. Gibt's das? Okay, nächste Runde. Ich hab nur Süßigkeiten, komm, ich hab keine Lust mehr auf Süßigkeiten. Warum musst du eigentlich immer rummeckern? Ja, ich wollte auch gerade sagen, du bist immer nur. Ich glaube, wenn Claudio im DIY-Land wäre, da würden die sofort durchrufen, bitte Claudio aus dem DIY-Land abholen. Das glaube ich nämlich auch. Weil der wird da richtig schlechte Stimmung vorbereiten. Ja. Ich hatte nicht nur Süßes, ich hatte auch einen Apfel. Und 3, 2, 1. Dreieck! Viereck! Kreis! Sollen wir ein Lied singen? Oder Tanz mit mir? Unser neuer Tanzkanal. Ja. Sorry. Was machst du denn da, Kathi? Ja, die haut uns einfach. Hier, komm, die hauen sie, Danja, komm. Du sagst so, Tanz mit mir und haut uns, ja. Ich hab getanzt. Einfach so ein Kopfnuss. Ich hab getanzt mit den Armen. Die Kopfnuss hat sie dir gegeben. Und was ist denn das? Oh. Oh. Hä, was ist das? Oh. Das ist Lakritze. Was die Danja da hat. So sieht jemand aus, wenn einem bewusst wird, dass das vegan ist und man das essen muss. Oh, du hast Tux. Ja. Oh, die sind super. Du hast Zimt oder so. Das sind doch so wahrscheinlich Pfefferminz oder so. Ja. Danke. Sag mal, das gibt's hier in drei unterschiedlichen Geschmacksrichtungen und du holst das seltsamste Salmiak. Ja, die sind richtig lecker. Was ist denn Salmiak eigentlich? Ist, Lakritze. Ach, das heißt so, ich dachte, Lakritze macht man aus Süßholz. Danja, viel Spaß. Komm. Oh, rein. Lakritzbrause. So, mit Bonbon. Boah, 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 ziemlich scharf. Was hast du da? Was? Das war scharf. Was war das? Boah. Meins ist auch scharf. Das schmeckt nach Zahnpasta. Was gibst du mir da? Boah, geil. Boah, geil.
ekelhaft, dass ich was gegessen habe. Boah, wie du riechst. Das schmeckt nach Zahnpasta. Das riecht auch so, als würdest du in Zahnpasta baden. Ja. Boah. Boah. Das ist so lecker. Darf man das runterschlucken? Das ist ein Bonbon. Okay. Boah, ist das ekelhaft. Ich kann nicht mehr. Mann, ich wollte auch nicht so, wenn ich ehrlich bin. Das ist Zahnpasta. Warum muss man das mit Zahnpasta-Geschmack? Danja, ich komm mit. Ja, Claudia und Danja sind weg. Und ich bin hier wohl allein übrig geblieben. Ein bisschen mehr Essen noch für mich. Wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonnieren, Glöckchen aktivieren. Und ich schaue jetzt mal nach den anderen. Tschüss.